In diesem Video geht es um den Bau dieses Hochbeetes, also eine Natursteinmauer aus Feldsteinen und vor allen Dingen der Mörtel, ein Kalkmörtel, reiner Kalkmörtel. Das war ja meine Intention schon vor 5 Jahren, dass ich so eine Mauer ohne Zement herstellen wollte. Es hat leider so lange gedauert, weil meine ganzen Versuche oben im Garten bei der Mauer, da komme ich gleich noch zu, eben leider alle von Misserfolg gekrönt waren. Und erst jetzt, nachdem ich den natürlich hydraulischen Kalk genommen habe, hat es wirklich geklappt. Dass ich mich für den natürlich hydraulischen Kalk entschieden habe, zeigt dieses Fundament hier, was ich vor 2 Jahren hergestellt habe. Das hat jetzt 2 Winter super gut überstanden. Also selbst die Ecken sind noch kantig und hier Abdrücke zu sehen. Also so stelle ich mir einfach so eine Kalk mit Kalkmörtel hergestellte Natursteinmauer vor, auch mit dieser Härte. So sollte sie eigentlich sein. Im Gegensatz zu der anderen Mauer und dem anderen Fundament, was ich hier gemacht habe, das war jetzt noch letztes Jahr, nein, auch vor 2 Jahren mit Heißkalkmörtel. Also selbst das, wo ich eigentlich große Erwartungen hatte, bricht alles irgendwie hier auseinander. Trotz Trass, trotz Ziegelmehl. Aber der Kalk ist einfach nicht der richtige. Der Kalk, der Weißfeinkalk, der sonst für Putzarbeiten im Haus, am Haus super gut ist, taucht hier im Außenbereich eigentlich nichts. Und das sieht man hier auch an meiner Mauer, an meiner Versuchsmauer, die ich jetzt, glaube ich, entweder dritte oder vierte Mal aufgemauert habe. Jetzt über Winter, also wenn man sich jetzt das hier anschaut, das fällt wirklich ziemlich, die Steine sind locker und alles fällt hier auseinander. Also auch hier mit Heißkalkmörtel gearbeitet und den Zutaten, Ziegelmehl und so weiter, Trass, es wird nichts. Der Kalk, dieser Kalk ist auf jeden Fall nicht für diesen Außenbereich geeignet. Hier ist meine originale Kalklöschpfanne, die ich mir besorgt habe, aus dickem Metall, wiegt bestimmt 40, 50 Kilo das Ding. Hier schön geschweißt und hier eine Klappe, in der man den gelöschten Kalk dann auslaufen kann, wenn man ihn auslaufen lassen kann, indem man ihn dann in eine Grube füllt, um eben Sumpfkalk herzustellen. Man kann natürlich auch, und das habe ich oft selbst auch in den 60er Jahren gesehen noch, dass man eben hier den Kalk löscht und dann auch gleich verarbeitet zum Verputzen der Häuser. Bevor ich nun zur Hochbeetmauer komme, will ich erst einmal meine Versuche hier oben im Garten zeigen. Denn ich habe mittlerweile so viele Filmsequenzen vom Heißkalkmörtel, Heißkalkestrich, dass ich da wenigstens einige zeigen will, auch wenn sie nicht von Erfolg gekrönt waren. Also hier möchte ich ein Fundament errichten mit Heißkalkmörtel. Vorher habe ich jetzt erst nochmal Ziegelsplitt hier festgestampft und jetzt beginne ich die Materialien zusammenstellen, die ich hier benötige. Nach meinen bisherigen Erfahrungen sollten diese Materialien hier eigentlich optimal für so ein Fundament sein mit Heißkalkmörtel. Das heißt, hier 1,5 Eimer feiner Kies, 1 Eimer voll Ziegel, Bruch und Mehl, 1,5 Eimer Trass und 1 Eimer mit Weißfeinkalk, also ungelöschter Kalk. Das Vermischen der trockenen Materialien geht recht gut hier in so einer Wanne mit einer Flachschippe, also Sand, Ziegel, Mehl und Ziegelbruch und Trass und dann schließlich der Weißfeinkalk dazu. Aus vorherigen Versuchen weiß ich auch etwa, wie viel Wasser ich hier für meinen Mörtel brauche. Das geht am Anfang noch recht gut, obwohl man muss natürlich eine Maske aufziehen. Da entstehen ja Dämpfe, die wirklich sehr ätzend sind.
Und hat man dann genügend Wasser dazu gemengt, dann muss man so ein bisschen warten, denn auf einmal wird dann die ganze Masse auch noch richtig heiß. Die wird so heiß, dass ich, wie man hier bei einem vorherigen Versuch sieht, eine Kunststofftonne tatsächlich unten anfängt zu schmilzen. Und vor allen Dingen wird die ganze Bearbeitung, sobald jetzt das Ganze anfängt, das Wasser aufzusaugen, klebt sozusagen der Mörtel fast in der Wanne fest. Er wird immer steifer, es lässt sich immer schwieriger bearbeiten. Also man kommt da richtig ans Schwitzen. Also es wird sehr unangenehm, finde ich. Deswegen wird das sicherlich auch einer meiner letzten Versuche mit Heißkalkmörtel sein, weil ich finde den Arbeitsaufwand einfach viel zu groß und es kommt bisher einfach nichts bei rum. Der Mörtel steift dann so sehr an, dass man ihn tatsächlich mit dieser Flachschippe gar nicht mehr bearbeiten kann. Es geht nur noch mit so einer Gartenhacke. Denn eine gewisse Steifigkeit will man ja auch haben für ein Fundament, um dann entsprechend das Ganze auch noch verdichten zu können. Hier jetzt der kleine eingeschalte Fundamentstreifen. Hier stelle ich mir jetzt aus alten Ziegelsteinen und Dachziegeln meinen eigenen Ziegelbruch und Ziegelmehl her. Eine andere Möglichkeit ist mir so nicht eingefallen, um das zu machen, aber das hat nicht ganz gut hingehauen. Kommen wir jetzt zum zweiten Fundament, was sich ja als sehr gut erwiesen hat. Hier die Materialien, ein Eimer Ziegelbruch und Mehl, zwei Eimer feinen Kies und ein Eimer natürlich hydraulischer Kalk, NHL5. Dazu noch mal eine kurze Erklärung. Ich habe eigentlich jahrelang versucht, nur mit Weißfeinkalk auch im Außenbereich zu arbeiten. Natürlich gelöscht als Sumpfkalk. Und das ist ja ein reiner Luftkalk, der also nur durch Aufnahme von Kohlendioxid aus der Luft erhärtet. Und es zeigt sich ja, dass auch alle zusätzlichen hydraulischen Stoffe wie eben Ziegel, Mehl, Ziegelbruch, Trass nicht ausreichen, um eine vernünftige Erhärtung im Außenbereich zu schaffen. Das heißt, das funktioniert eigentlich nur mit einem hydraulischen Kalk. Davon hatte ich bis jetzt aber Abstand genommen, weil der normale hydraulische Kalk, den man hier erhält, da ist immer Zement drin. Und erst in den letzten Jahren habe ich dann gemerkt, es gibt auch natürlich hydraulischen Kalk. Der hat dann also bestimmte Tonanteile, die hydraulisch wirken. Und der ist hier, das ist ein NHL5, also natürlich hydraulischer Kalk, der eben diese hydraulischen Teile, diese Tonanteile mit drin hat und daher ganz anders erhärtet, nämlich nicht, nämlich in der Hauptsache, auch unter Wasser oder mit Wasser. Und nicht nur durch das Kohlendioxid der Luft. Hier sieht man mich nun beim Feststampfen der Schotterschicht und schließlich beim Vermengen der einzelnen Komponenten für dieses Fundament. Hier das eingeschaltete Fundament. Man sieht deutlich die Stampferspuren, die man am Anfang des Filmes auch nach 2 Jahren noch gut erkennen kann. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Hochbeetmauer. Auch da habe ich natürlich erstmal ausgeschachtet und so ein Fundament gemacht. Der Mörtel ist der gleiche wie oben im Garten, nämlich 2 Eimer feinen Kies, 1 Eimer Ziegel, Bruch und Mehl und 1 Eimer NHL5. Dazu noch so einige Brocken von einer alten Mauer, das ergab dann das Fundament. Man sieht, habe ich dann schon gleich hier unten ein Drahtgeflecht auch eingelassen gegen Wühlmausbefall. Und außerdem habe ich natürlich viele Steine benutzt, Feldsteine. Die findet man bei uns hier oben im Nordhessen, eigentlich, ja, wie schon der Name sagt, auf den Feldern. Die Bauern eggen da regelmäßig welche raus. Da gibt es auch so richtige Fundstellen hier, wo man dann sich die einfach wegholen kann.
Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ortsnahe, kostenlose Materialien aus der Natur zu verwenden. Bei Regen kann man mit so einer Mörtelwanne natürlich auch sehr gut unter einem Sonnenschirm arbeiten. Überhaupt finde ich so eine Mörtelwanne wirklich für so kleine Arbeiten, Maurerarbeiten, wirklich sehr gut geeignet. Also früher hatte ich auch mal eine Mischmaschine, die habe ich dann wieder abgegeben, weil da lohnt sich so kleine Mengen ja gar nicht herzustellen. Das ist ja viel zu viel Arbeit, dann nachher die Mischmaschine immer wieder zu säubern. Nun habe ich so viele Jahre auf den Bau dieser Mauer für dieses Hochbeet gewartet, viele Experimente oben im Garten gemacht, sodass ich jetzt 2019 also unbedingt dieses Hochbeet fertigstellen wollte. Also es gibt mit Sicherheit viel bessere Natursteinmauern. Ich zeige mal Beispiel. Eine alte Mauer, die es hier auch an meinem Gebäude gibt, oder auch diese Natursteinmauer hier. Also das sind ganz andere Qualitäten, als was ich da jetzt hergestellt habe. Bei mir fehlen eigentlich so die ganzen Zwickel, also diese kleinen Steine dazwischen. Dazu braucht man natürlich noch wesentlich mehr Zeit dann. Das mache ich dann vielleicht, wenn ich dann nochmal irgendwo eine andere Mauer baue. Das Problem bei solchen Tests ist ja immer, dass man warten muss. Man muss wenigstens den Winter abwarten und was der Frost dann bewirkt. Hier bin ich jetzt nach dem ersten Winter wirklich auch super zufrieden. Da ist gar nichts abgebröckelt. Natürlich werde ich auch in den nächsten Jahren hier weiterhin das genau beobachten und auch in den Kommentaren darunter was schreiben. Denn das interessiert mich doch sehr, ob dieser Zustand so gut erhalten bleibt.